Herzlich willkommen zurück, Sportsfreunde, zu FIFA 12. Ja, wir müssen jetzt das zweite Mal zum Rekordmeister reisen. Vor knapp anderthalb Wochen war es ja der Pokal und jetzt ist es halt die Bundesliga und wir müssen wieder nach München. Hätten wir eigentlich gerne dort bleiben können, oder? Ja, die Allianz Arena, 19. November 2011, um 18.30 Uhr beginnt die Partie. Schiedsrichter ist Ludger Falk, Profi, 7 Minuten und es regnet. Na klasse, Regen mag ich nicht. Ja, bei Dortmund, wir fangen erstmal mit den Bayern an. Der Rekordmeister spielt im Tor mit Neuer, rechts Lahm, Duru und Gilacci in der Innenverteidigung. Ich kenne die beiden immer noch nicht. Luis Gustavo auf links, Schweinsteiger, Timoschuk im defensiven Bereich, dann Robben, Kroos, Ribéry und im Sturm Mario Gomez auf der Bank, Rafinha, Müller, Butt, Van Beuten, Alaba, Pranjic und Olic. Unser BVB heute in folgender Aufstellung: im Tor Weidenfeller, rechts Löwe, Subotic, Hummels teilen sich die Innenverteidigung auf. Schmelzer auf links, Bender und Leitner agieren vor der Abwehr, Götze auf rechts, Kagawa zentral, Blazikowski auf links und Barrios im Sturm. Irgendwie vertausche ich die immer noch beide. Dann auf der Bank Piszczek, Hornschuh, Gündogan, Großkreuz, Perisic und Mohamed Zidane. Bei den Bayern fehlt immer noch Jerome Boateng, der anscheinend jetzt im Aufbautraining ist. Denn die letzten drei Spiele 0:1 gegen Borussia Dortmund verloren. Da hat ja der Verteidiger mit der Nummer 6, Kvilatzi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, das Eigentor gemacht in der 89. Minute. Wir erinnern uns zurück, ein richtig geiles Spiel. Danach haben die Bayern 4:1 gegen Nürnberg gewonnen und dann 1:1 nur gegen Augsburg. So, und jetzt wollen wir Bayern wieder ein paar einschenken, natürlich. So, wir wärmen uns jetzt hier auf und dann los geht's, oder? Wer ist denn heute im Fokus? Im Fokus ist Subotic, der Verteidiger mit der Rücke Nummer 4. Was kann man zu ihm sagen? Eigentlich gar nichts, ist perfekt. Ab und zu einen kleinen Stellungsfehler, aber wem passiert das nicht? Und einfach genial, der Spieler. Klasse Ding. Und dann netzt er noch ein. Ist ja klasse Saison, muss man einfach immer wieder sagen. Er steht hinten komplett sicher mit Hummels. Klasse Duo, die harmonieren beide perfekt zusammen. Und er sichert hinten so vieles. Dann würde ich sagen, können wir mal beginnen, oder? Ja, hier sehen wir, wie die beiden Teams aufs Feld kommen. Natürlich die Allianz Arena wieder recht gut gefüllt. Ich sehe nur ein paar. Nee, es ist alles gefüllt, so wie es ausschaut. Aber es regnet. Das ist das, was ich nicht so toll finde. Im Pokal war wenigstens noch Sonnenschein. Hier haben wir noch einmal den Schiedsrichter Ludger Falk. Ja, kurzer Blick auf die Tabelle. Mit einem Sieg könnten wir auf Platz 1 springen. Dann noch einmal die Startformation des Rekordmeisters. So wie im Pokal, glaube ich, spielen sie ja. Ist genauso wie im Pokal. Und wir, glaube ich, auch wie im Pokal. Ne, Leitner hat im Pokal nicht mitgespielt, ne? Dann spielt er jetzt halt mit. Blazikowski hat, glaube ich, auch nicht von Beginn an gespielt gehabt. Ich weiß schon gar nicht mehr. So, Ludger Falk pfeift in seine Pfeife und damit beginnt das Spiel. Die Neuauflage eigentlich. Wird das wieder so eine extrem spannende Partie, wie sie ja im DFB-Pokal war? Oder wird es hier für das ein oder andere Team eine klare Sache werden? Jetzt schicken wir erst einmal Kagawa, aber der hat zu wenig Körper, um sich dort gegen Verteidiger durchzusetzen. Holt sich aber den Ball wieder. Jetzt Löwe, da haben wir Leitner, der aber dort groß anschießt. Jetzt Götze, der hat mal Platz. Der kann gehen. Macht er auch. Vorbei an Luis Gustavo, nicht ganz. Hat trotzdem weiterhin noch den Ball.
Erst einmal zurück auf Leitner, Leitner auf Bender, Bender raus auf Blaschikowski. Der hat einen guten Schuss. Probiert er auch, wird dort von Lahm gefällt, aber weiter geht's, sagt der Schiedsrichter. Dann der Pass in die Mitte. Aber die Bayern-Abwehr ist zur Stelle. Kriegt den Ball gerade noch so weggespitzelt, aber sofort wieder Dortmund in Ballbesitz, sofort wieder nach vorne. Jetzt Götze. Ich ziehe wieder ein bisschen nach innen. Da haben wir Kagawa, der dreht sich rum. Schuss! Oh, ich habe ihn fast drin gesehen. Also der Ball muss ganz knapp über die Leiter sein. So, Abstoß der Bayern durch Manuel Neuer. Oh, Schmelzer dort, das ist zu einfach gegen Robben. Das darf nicht passieren. Robben natürlich mit der typischen Drehung nach innen. Aber Subotic, weil er jetzt vor der Partie angesprochen ist, wieder sofort zur Stelle. Jetzt Löwe über die Außen. Ah, die Flanke ist zu weit. Links steht auch keiner mehr. Der Lang steht oder so. Da fehlt einer natürlich, weil Blaschikowski in die Mitte gerückt ist. Was vielleicht der Fehler in der Situation war. Fehlpass da von Leitner. Aber holt ihn sich auch ganz gut wieder. Pass auf Barrios. Der kann Ball aber nur schwer mitnehmen. Ist jetzt vorbei. Schießt! Zu hoch. Ja, muss ein bisschen den Körper über den Ball nehmen, damit der Ball nicht so sehr nach oben segelt und mehr flach kommt. Also wir können es hier über Distanzschüsse probieren. Der Boden ist nass, da hat jeder Keeper Probleme. Aber erst einmal sollten wir die Kopfballduelle gewinnen. Jetzt Kagawa. Genialer Pass da auf Barrios. Barrios ist natürlich durch. Spielt rüber auf Götze. 1-0 Dortmund. Durch Mario Götze. 18. Minute. Wuhu! Ein doppelter Salto hier von dem jungen Talent nach Klassevorarbeit von Barrios. Aber davor war natürlich dieser geniale Pass von Kagawa, der wieder genau in die Schnittstelle passt. So, diesmal fällt das Tor nach 18 Minuten, nicht nach 89 Minuten. Bisschen früher zappelt hier der Ball im Netz. Oh, jetzt wieder gleich Bayern über links, über Ribéry. Löwe kommt dort nicht ganz hinterher, weil der Franzose so schnell ist. Der zieht in die Mitte, aber Subotic ist da. Und sofort wieder der Konter hier. Und wieder perfekter Pass davon Kagawa. Jetzt ist Barrios nur alleine vorne. Schießt direkt auf Neuer, aber noch haben wir den Ball. Da ist Kagawa. Das Götze. Ganz gute Flanke. Oh, ja, ich wollte auch schon sagen, es war ein Foulspiel, der geht da nur in den Körper rein. Warum schießt Subotic die Freischüsse? Das gibt's doch gar nicht. Götze? Lassen wir mal Götze. Ich hätte gerne einen Linksfuß. Haben wir einen Linksfuß im Team? Ja, Schmelzer. Da schießt Schmelzer den Ball mal. Mal gucken. Ah, in die Mauer. Schade. Oh. Subotic da mit dem Fehler. Hätte sich da aber fast den Ball wieder zurückgeholt. Und jetzt muss er erstmal wieder nach hinten, bevor die Bayern kommen. Natürlich müssen wir aufpassen auf Robben, der jetzt hier vorbeigeht an Schmelzer. Da ist bloß noch Blaschikowski, der die Situation aber klären kann. Jetzt wieder nach vorne über Bender. Jetzt mal in Lauf wagt. Und sofort vor auf Götze in der Mitte. Bewegen sie sich ein bisschen falsch. Gute Flanke auf... Ah, Barrios hat damit nicht gerechnet, dass der Ball zu ihm durchkommt, denke ich mal. Kagawa lässt da vorher durch, weil er auch nicht rangekommen ist. Aber sowas, eine perfekte Flanke. Schade, da wäre fast Blaschikowski durchgekommen. Also ich muss sagen, wir haben Bayern hier vollkommen im Griff bisher. Ganz fest umklammert hier, also sie kommen kaum nach vorne, wenn dann nur über die Außen, über Robben und Ribéry. Und selbst dann müssen die beiden in die Mitte ziehen, wo wir dann zwei starke Innenverteidiger haben, die den Sack zumachen. Aber jetzt
Das war jetzt gerade nicht so gut. Das war schon mehr Glück in dieser Situation. Jetzt Kagawa. Ganz gut gemacht da. Rüber auf Löwe, der sofort in den Lauf von Götze. Der flankt da mal sofort auf Barrios. Der kann schießen, aber schießt die Bayern-Abwehr an. Jetzt langer Ball für Lahm, der jetzt mal ein bisschen mit nach vorne geht. Nimmt dort Subotic aus. Lahm geht immer noch. Subotic fällt ihn und es gibt Elfmeter. Es gibt den Elfmeter hier in Bayern. Ja, das war ziemlich ungestüm gewesen. Das war vorher schon zu einfach. Jetzt Robben gegen Weidenfeller. Ah! Mist! Ich habe mir gedacht, ich springe jetzt mal nicht nach links, ich springe einfach mal nach rechts, aber Robben verarscht mich da ganz gut und schießt den Ball in die linke Ecke. Schade. So, da ist der Ausgleich auch schon. So schnell kann es gehen. Eigentlich aus dem Nichts. Oh, jetzt wieder die Bayern. Ribéry. Schweinsteiger da, der Kapitän. Wieder nimmt dort Ribéry Löwe aus. Und jetzt dürfen wir nicht faulen, genau. Oh, jetzt gleich wieder nach vorne der Ball. Über Kagawa. Ah, wohin damit? So geht's auch, wenn man den Ball geradeaus spielen könnte und nicht ins Aus. Genauso wie hier. Stoppfehler da von Löwe. Schade, da wäre fast Götze wieder an den Ball gekommen. Ja, da müssen wir ein bisschen mehr nachschieben. Da muss Barrios schon wieder ein bisschen mehr aufrücken und sich nicht so weit zurückziehen. Und dass wir sofort die Bayern angreifen können. Ganz gut davon Leitner. Erste gute Aktion in dem Spiel. Jetzt Löwe. Hat Platz. Luis Gustavo schon wieder zur Stelle. In die Mitte auf Blazikowski. Wieder war ein Fuß dazwischen. Das Kagawa, der wollte artistisch machen. Und Ludger Falk pfeift hier zur Pause 1:1. Ich finde, es ist ein unverdientes Unentschieden. Wir waren hier mit Dortmund klar, die bessere Mannschaft hatten klar die deutlicheren Chancen. Ja, die Halbzeitergebnisse. Kaiserslautern, Leverkusen 1:1, Gladbach, Bremen 0:1, Hamburg, Hoffenheim 4:2, Freiburg, Berlin 2:2 und Stuttgart, Augsburg 2:0. So, ich würde es doch schon ganz gerne einmal wechseln. Löwe geht raus, auf übrigens Piszczek. Löwe ist dort auf rechts nicht so gut klargekommen mit Ribéry. Er ist auch ein bisschen zu langsam, um dort mitzuhalten mit dem kleinen Franzosen. Deswegen jetzt mal Piszczek drin. Ich will ihn dort mal auf der Seite testen. Und da ist auch gleich mit dem ersten Fehlpass. Aber trotzdem wieder Ballbesitz für Dortmund. Da ist er wieder weg. Eieiei, jetzt... Oh, da hinkt's. So, da hatten wir kurz das Problem gehabt, einer vollen Festplatte. Und trotzdem noch Bayern am Ball. Deswegen hing es gerade kurzzeitig so. Jetzt musste ich kurz abwarten. Jetzt Kagawa. Geht da einfach mal mit nach vorne über links diesmal. Da haben wir Blazikowski. Aber Neuer ist wieder da. Wieder Blazikowski und der muss rein. Den muss Kuba jetzt machen. Der war jetzt Pflicht gewesen. Der steht ja schon am 5 Meter rum und zimmert trotzdem noch links vorbei. Das war dann doch schon ein bisschen billig gewesen. Und das war genauso billig davon Lahm.
Ja, wohin mit Kagawa? Das könnte der Pass sein. Ah, wieder ein Bayern-Verteidiger im Weg. Das kann doch nicht sein. 2-1 Bayern durch Mario Gomez. Was war denn das für eine schlampige Abwehr jetzt gerade eben? Ah, das war jetzt ziemlich unkonzentriert dort hinten. Hat ja gerade gar nichts gestimmt. Und das wird doch jetzt hier wohl nicht etwa die Bayern-Rache werden. Da läuft sich auch Błażejkowski fest und da der Fehlpass von Bender, von dem heute gar nichts kam. Ich krieg heute Robben und Ribéry nicht gefasst. Das hat im Pokal besser geklappt. Jetzt muss wieder Hummels rausrücken. Diesmal schafft das aber. So, ich will gleich noch einmal wechseln, wenn es geht. Ne, ich will doch nicht wechseln. Jetzt mal Schmelzer mit einer Balleroberung. Und da wird er gelegt. Das kann man schon fast als taktisches Foul werten. Da kann man schon mal gelb geben, meiner Meinung nach. Weil er verhindert dort klar einen Angriff. Jetzt Piszczek. Und da war doch die Chance zum Ausgleich für Barrios. Aber immerhin Eckball. Getreten durch Götze. Na, ah, da stand schon kaum einer in der Mitte. So, ich werde es, glaube ich, mal ein bisschen in die Offensive stellen hier. Ah, vor die Chance für Barrios. Ich stelle doch nicht in die Offensive. Ausgleich. In der 68. Spielminute durch Lucas Barrios. Ja, Neuer kommt dort meiner Meinung nach zu früh raus in dieser Situation. Und jetzt haben wir es ja. Jetzt könnten wir doch schon mal in Richtung Wechsel gehen. Leitner geht raus. Dafür kommt Gündogan in die Partie. Den letzten Wechsel will ich mir dann doch nochmal ein bisschen aufheben, da ich mir noch nicht sicher bin. So, Leitner, viel gelaufen. Aber genau wie Bender hinten, mit kaum einer nennenswerten Aktion. Wieder Ribéry im Doppelpass mit Luis Gustavo. Und das ist wieder zu einfach, dieses Abwehrverhalten auf den Außen. Das führt dann halt zu solchen Situationen wie dieser hier. Ah, wir können immerhin wieder klären. Kagawa rennt sich da ein bisschen an Timoschuk fest. Und die Bayern gleich wieder hier am Angriff. Also sie drücken jetzt schon ganz schön. Gerade über die Außen. Ah, meine Güte. Ich drück doch viel weiter, dass er raus auf Schmelzer geht, der Ball. Normalerweise müssten wir den Einwurf bekommen. Kein Abseits. Wieder ist ein Verteidiger da. Eieiei, wieder kommt Ribéry durch und wird dort gelegt von Bender. Ja, zieht natürlich die klare gelbe Karte nach sich. Er geht dort nur noch in den Körper rein. Was soll er auch anders machen? Ribéry ist zu schnell vorbei. Da kann man ihn nur noch legen. Komm, Barrios, geh. Komm, Kagawa, renn. Renn, Kagawa. Oh, nicht den Ball verlieren. Ja, der muss jetzt auch raus. Dafür kommt Großkreuz in die Partie. Genauso wird's laufen. Eieieiei, was war denn da hinten los? Da haben ein paar Leute gefehlt.
Und jetzt Piszczek. Hat ganz, ganz viel Platz da auf den Außen. Aber das war eine ganz schwache Flanke und artistisch geklärt von Luis Gustavo. So, wir wechseln das dritte Mal jetzt hier gleich aus dem Spiel. Kagawa neu in der Partie. Großkreuz. Jetzt Blazikowski. Oh, ich drück doch wieder viel doller, dass er weiter auf die Außen geht, der Ball. So. Fraps, sehr gut, danke. Und trotzdem der Ballverlust. Ein Punkt ist mir hier ganz ehrlich gesagt zu wenig und wieder fehlt dort Piszczek auf der Außenposition. Bender muss doch wieder hinterher. Aber der ist auch viel zu langsam. Da habe ich die Flankenmöglichkeit, die Weidenfeller aber ganz gut abfängt. Oder haben wir Piszczek, der dort gerade gefehlt hat. Da haben wir Götze, der jetzt einfach mal Großkreuz schickt. Der ist frisch, der kann noch laufen. Ah, wieder ein Fuß dazwischen. Oh! Großkreuz probiert's dort. Ich würde schon fast behaupten, wieder eine hundertprozentige Chance für die Bayer, für die Dortmunder. Ich schaue jetzt gerade mal kurz auf Offensiv für die letzten 4 Minuten. Jetzt kann ich Bayern mal ganz gut hinten reindrücken, vielleicht noch kurz vor Schluss. Über Blazikowski. Oh! Das Außennetz. Das gibt's doch gar nicht. Chancen über Chancen hier für Dortmund und keine geht rein, bis auf 2. Jetzt wieder Blazikowski mit einer guten Flanke. Wieder ist ein Kopf davor. Jetzt die Kontermöglichkeit für die Bayern über Robben. Aber da spielen sich gegenseitig in die Hacke. Bender verliert dort den Ball an Luis Gustavo. Gündogan kriegt ihn auch nicht zurück und wieder Bayern nach vorne über Großkreuz. Großkreuz. Spielt das für Bayern, spielt hier nur noch runter. Ja, aber wir haben immerhin nicht verloren gegen den Rekordmeister. 2-2. Ich würde zum Ende hin sagen, es ist ein leistungsgerechtes Unentschieden, obwohl wir ein Tickchen besser waren. Würde ich wieder in den Raum stellen. Ja. Die Endergebnisse. Kaiserslautern, Leverkusen 1-1, Gladbach, Bremen 0-1, Hamburg gewinnt 4-2 gegen Hoffenheim. Freiburg, Hertha 2-2 und Stuttgart gewinnt 2-0 gegen Augsburg. Ja, bei uns bester Spieler Barrios. Der hat auch ein Tor geschossen, genauso wie Götze. Und der Rest eher im Durchschnitt. Ja, ich habe gedacht, wir können an die gute Leistung in Wolfsburg anknüpfen. Hier sehen wir, Bern hatte nur 3 Schüsse und davon gingen alle 3 aufs Tor. Wir hatten 13. Wir hatten klar die meisten Chancen, klar die besseren Chancen sogar. So, da fahren wir mal fort. Mal sehen, was jetzt so passiert, ob irgendwas ansteht in der Woche. Jetzt spielen wir zu Hause gegen Schalke. So, und wir sehen uns mal schnell die Tabelle an. Ich glaube, es fehlen noch ein paar Spiele. Aber es kann niemand an uns vorbeiziehen. Ja, und es sind halt diese 3 Punkte auf Platz 1 zu dem Hamburger SV, der hier deutlich besser dasteht als wir. Ja, hätten wir das gegen Bayern gewonnen, da wären wir zumindest auf Platz 2. Gut, okay, fahren wir mal fort. Nehmen uns den Pressetermin auch wahr. Ich würde gerne einmal Barrios mal loben.
Vielleicht schießt er noch ein paar mehr Tore. Aktuell ist er ja mit 12 Toren führend, wie ich es gerade recht sehe. Die Aufstellung mache ich jetzt. Wie viel sich verändert wird, muss ich sehen. Und wir sehen uns dann in diesem Bildschirm wieder, wenn es heißt Let's Play FIFA 12. Bis dann, tschüss.